whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute haben wir The Black Grouse, die Alpha-Edition. Ja, das ist die Flasche für die Alpha-Männchen. Ja, man kann hier also die Black Grouse drauf sehen. Können Sie hier den schönen Vogel hier sehen. Und der hat also hinten weiße Schwanzfedern. Dann schwarzer Körper, blaues Federkleid und oben rot am Kopf, Kopffedern. Sieht man das, ohne dass es zu viel blendet. Und entsprechend hat man das hier also so ausgebildet, oben mit rot und so. Also wunderschön gemacht. Und es geht also hier bei diesem Blended Whisky, dem meistverkauften Blended Whisky Schottland, allerdings nicht diese Flasche, sondern die Standard Famous Grouse, die deutlich unter 20 Euro liegt, die Literflasche. Gibt es auch Videos von mir hier im Shop von whisky.de. Da hat man nun diese Famous Grouse Marke hat man nun aufgefächert, um viele verschiedene Ausdrücke, Expressions, wie es so schön heißt, zu bringen. Und das ist also nun die Alpha-Edition für die Alpha-Männchen, weil hier geht es um die Männchen der Famous Grouse, des Moorhuhns, die in der Balzzeit gegeneinander kämpfen. Und hier drauf wird es also dann beschrieben. Hier sieht man vielleicht den Hahn besser da oben. Ne? Und da steht ALPH. Ha, und das A ist doppelt. Alpha. Ah, jo. Und da steht hier drauf, in der Frühjahrszeit sind die wundervollen Hähne da am Kämpfen um die Weibchen. Und am Ende bleibt dann eine Feder, da sieht man hier unten so eine weiße Feder, zurück. Und das ist also im Prinzip Zeichen des Triumphes, dass man hier eine super Show abgeliefert hat und da ein paar Federn aus seinem Federkleid verloren hat. Ja, genau. Und dann die Ehre und so. Ja, also alles das, was mir fern ist. Mir geht es hier bei diesem Whisky um den Geschmack und nicht um die Ehre und nicht um das Alpha-Tier. So. 40 Volumenprozente, typischer Blend. Jetzt schauen wir mal, wie der hier oben aufgeht. So. Ja, Korken. Das weiß man so vorher nie. So richtig rauchig ist er nicht. Das kann ich jetzt schon sagen. Gluck. Und diesmal kann ich die Flasche nicht vor dieses weiße Display stellen. Oder muss ich nicht vor das weiße Display stellen, weil die Flasche schwarz ist und sich damit im Prinzip nicht die grüne Farbe hinten durch den Whisky vom Greenscreen abbildet. Ja, eine ganz, ganz leichte Rauchnote, so 5, 6 ppm, ganz schwach und dazu so Orange. Und ein tolles, tiefes Aroma. Whisky liegt irgendwo so erste Hälfte 30, ja. Ist damit ein Stück weit teurer als die Famous Grouse. Ist, glaube ich, auch nur eine 0,7er Flasche. Ja, genau. Kommt also am Ende dann wahrscheinlich auf den doppelten Literpreis. Aber er hat deutlich mehr in der Nase. Aber Sie müssen sich jetzt nicht vor diesem riesigen Rauch fürchten. So viel ist da nicht drin. Im Geschmack erstaunlich süßlich. Und jo, Speichelfluss setzt ein. Und der Rauch wird jetzt stärker. Also der geht jetzt auf 7, 8 ppm hoch. Ist also deutlich im Mund, sich niederschlagend.
am Gaumen spürbar. Die Orange geht über in etwas Orangenschale. Ja, offiziell sagen sie geröstete Orangenschale. Das habe ich noch nie gehabt. Aber Orangenschale selbst sagt mir schon was. Der Abgang ist erst ordentlicher Antritt auf der Zunge und dann schnell weicher werdend. Aber der Rauch belegt so den gesamten Mundraum. Ist ein guter, interessanter Blended Whisky. Doch. Also da muss ich sagen, zum normalen Famous Claus deutlicher Mehrgewinn. Ja. Keine Ahnung, wie lang diese Flasche von, wer ist das? Matthew Gloak & Sons, glaube ich. Ne? Addington Group. Oder war es Addington Group? Ist noch Addington Group. Ja, Addington Group. Wie lange sie die im Angebot haben. Da gab es ja dann eine White Krause und ja, ein Peat und sonst wie. Also da gab es schon viele, viele verschiedene Abfüllungen, die nie. Naked Krause, das war die letzte, die ich probiert habe. Weiß man nie, wie lange diese Sonderabfüllungen da sind. Wenn sie also Famous Krause stehen und man kann mittlerweile Famous Krause sogar sammeln, ne? So viele Flaschen auch aus der Vergangenheit gibt es davon, dann sollten sie bald zugreifen. Wie gesagt, keine Ahnung, wie lange es diese Flasche geben wird. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.